Er sei eine ehrliche Haut, ein bodenständiger Typ und ein ausgezeichneter Firmenchef. Landrat Michael Geißler fand viele lobende Worte auf den Unternehmer des Jahres 2018. Ralf Ehrentraut, Geschäftsführer der Dürrösdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH, wurde beim Sommerfest der Volksbank Pirna und ihrer Partner ausgezeichnet. 25 Jahre nach der Firmengründung ist das Unternehmen so erfolgreich wie noch nie. Fleisch und Wurst vom Dürrösdorfer sind in der Region längst ein Markenbegriff. Wir haben keine rasante Entwicklung genommen, sondern eine stetige, also immer bergauf gegangen. Ich denke, wir sind jetzt in einer Größe, wo wir uns auch ein Stück weit zurücklehnen können. Also es gibt kein Ziel, noch größer zu werden. Was wir machen wollen in der Region, schon mit die Nummer 1 zu sein. Wir haben auch Mitwettbewerber, aber dafür geben wir uns auch täglich Mühe. 33 Filialen, knapp 500 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen Dürrösdorfer zählt längst zu den wichtigsten Arbeitgebern im Landkreis. Ich denke, dass Dürrösdorfer Fleisch- und Wurstwaren es schon lange verdient haben. Es ist ein Unternehmen, das in unserer Region sehr bekannt ist, das die Region auch prägt, das viel für die Region tut. Und eine Unternehmerfamilie, die seit vielen, vielen Jahren eine sensationell gute Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben hat. Und ich glaube, es ist ein wirklich würdiger Preisträger. Trotz seiner Größe setzt das Unternehmen Dürrösdorfer auf Heimatverbundenheit. 70% des Fleisches kommt nach wie vor aus der Region. Mit neuen Ideen, wie beispielsweise der Fleischakademie, möchte das von Ralf Ehrentraut in zweiter Generation geführte Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen. Wir haben weitere neue Ideen, aktuell sage ich mal mit der Steakakademie, was mein Neffe macht, also weiter noch ein Familienbetrieb, wie man schon vielleicht raushört. Wir sind dort bis nächstes Jahr im März ausgebucht, können mittlerweile auch eine ganze Geschichte erzählen, weil wir einen eigenen Rinderhof haben. Dieses Rindfleisch, sage ich mal, gibt es dann speziell an den Abenden. Das Rindfleisch gibt es bei uns an der Theke. Ja, das sind so Dinge, wo wir dieses Qualitätsbewusstsein leben wollen. Ausgezeichnet wurde Ralf Ehrentraut an einem außergewöhnlichen Ort. Die Hauptfeuerwache in Pirna war diesmal Schauplatz für das Sommerfest der Volksbank Pirna, dem Verband der Selbstständigen und der Sächsischen Zeitung. 200 Gäste durften an diesem besonderen Veranstaltungsort feiern und den Worten von Anja Kohl lauschen. Die ARD-Börsenexpertin machte deutlich, wie es in unruhigen Zeiten zum wirtschaftlichen Aufschwung kommt. Ja, die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass Unternehmen sich erholt haben, dass die Wirtschaft sich erholt hat. Das ist ja auch alles berechtigt. Aber unter der Oberfläche des Eisbergs ist eben ein sehr hoher Schuldenberg. Und das limitiert die Entwicklung in die Zukunft. Und insofern muss da politisch was getan werden, damit das nicht explodiert. Die gegenwärtige Situation an den Weltmärkten bezeichnet Anja Kohl als virtuelles Finanzsystem. Die aktuelle Italien-Krise, nur ein Beispiel, wie unruhig es speziell im Euroraum zugeht. All das hat Folgen und so muss sich der konservative Sparanleger wohl auch weiterhin gedulden. Also auch die Zinsen in Europa werden steigen, aber sehr, sehr langsam. Das liegt an den Euro-Ländern, die hoch verschuldet sind. Italien ist jetzt ein großes Thema und insofern vielleicht 1-2% Zinsen, aber selbst das wird Jahre dauern. Vertrauen auf die eigenen Stärken. Das gilt für die heimische Wirtschaft ebenso wie für die Kameraden der Feuerwehr Pirna. Sie feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und wurden deshalb nicht zufällig in den Fokus des Sommerfestes gerückt. Bis spät in die Nacht wurde in der Hauptfeuerwache Pirna gefeiert. Nicht zuletzt, dank der Kameraden, ging es dabei heiß her.